Hallo, herzlich willkommen auf dem Subject Zeit für Deutsch, Sprache und Literatur. Ich bin Tanja Vogt, die Autorin. Seit 2018 veröffentliche ich nun schon Ideen und Informationen rund um den Language- und Literature-Kurs, immer mit dem Ziel, Ihnen den Unterrichtsalltag zu erleichtern und Inspirationen für den Unterricht zu geben. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie der Subject Zeit strukturiert ist und wo Sie was finden können. Zunächst einmal sehen Sie hier in der blauen Leiste die sieben Oberbereiche und unter Home sehen Sie auch zum Beispiel sofort den Sitemap. Der ist sehr nützlich, weil Sie dort direkt sehen können, wie der gesamte Site strukturiert und aufgebaut ist. Weiterhin gibt es Informationen zu den letzten Updates oder aber auch eine Sammlung der bisher veröffentlichten Blogs. Ja, unter Start hier finden sich sehr viele Informationen. Für Neueinsteiger besonders interessant, denke ich, zum Beispiel der Überblick, weil Sie dort sehen können, wie der Kurs strukturiert ist und Sie haben dann sofort eine Idee, worum es geht. Weiterhin Kursplanung, auch sehr wichtig. Sie finden hier zum Beispiel Planungsfragen, Sie finden Informationen zu den Vorgaben zur Textauswahl, also worauf muss ich achten, wenn ich meine Texte auswähle. Und weiterhin finden Sie auch Informationen zur Unterscheidung von literarischen und nicht-literarischen Texten, was ja auch im Language- und Literature-Kurs von großer Bedeutung ist. Weiterhin gibt es hier im Bereich Assessment sehr viele Informationen zu allen Prüfungsteilen. In regelmäßigen Abständen füge ich auch bewertete Beispielarbeiten hinzu, sodass Sie sehen können, wie die AB-Kriterien in der Praxis angewandt werden. Zum Beispiel sehen Sie hier unter Higher Level Essay, es gibt sehr viele Schülerarbeiten, die alle bewertet worden sind und man kann dann sehr schön analysieren, wie die Kriterien bei diesen Essays angewandt wurden. Ja, im Bereich Sprache finden Sie zum Beispiel Ideen zu den Bodies of Work. Diese Bodies of Work spielen ja im Language and Literature Kurs eine bedeutende Rolle. Und hier füge ich auch in regelmäßigen Abständen neue Body of Work Ideen hinzu. Im Bereich Literatur finden Sie Unterrichtsideen ja auf vielfältige Weise. Es gibt zum Beispiel Unterrichtseinheiten zu ganzen Themenkomplexen, wie zum Beispiel hier zum Thema Ehrenmord, Femizid oder Rassismus oder auch Trauma, Leiden und Gewalt. Weiterhin gibt es auch nach Genre geordnet Unterrichtsideen zu einzelnen Autoren und deren Werken. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Unterrichtseinheit zu Erich Kästner und seiner politischen Lyrik. Ja, in der Regel beinhalten die Seiten unter Literatur und Sprache immer auch Querverbindungen zwischen den beiden Bereichen, also zwischen den Bodies of Work und den literarischen Werken, was bei der Kursplanung sehr hilfreich ist. Ja, falls Sie einen Extended Essay betreuen, finden Sie hier unter IB-Core zahlreiche Informationen zum Extended Essay, zum Beispiel zu Bewertungskriterien, aber auch zu den Reflective Interviews, wie Sie die mit den Schülern führen können. Es gibt Ideen zu Fragen, die Sie stellen können im Rahmen dieser Reflective Interviews zum Beispiel. Und natürlich auch Beispiel-Essays werden regelmäßig von mir veröffentlicht. Weiterhin interessant ist das Forum. Hier können Sie Fragen direkt stellen und diese Fragen werden von mir auch in kurzer Zeit dann beantwortet. Es können Fragen sein zur Planung, zu den Prüfungen, wirklich Planung rund um den Language- und Literature-Kurs. Ich hoffe, dass Sie einen guten ersten Eindruck gewinnen konnten. Und danke Ihnen herzlich fürs Zuhören.